Die Weihnachtsfrau war heute in der Drogerie einkaufen und hat große Beute gemacht. Unter anderem Wattestäbchen. Sie baut sich daher aus Wattestäbchen zunächst einen würfelförmigen Quader. Sie legt 4 Wattestäbchen im Viereck und klebt die Berührungspunkte mit Kleber fest. Das macht sie ein zweites Mal, sodass sie 2 Quadrate hat. Die Quadrate müssen nun erstmal trocknen. Als nächstes werden auf jedem Quadrat 2 Wattestäbchen senkrecht angeklebt und alles wird wieder trocknen gelassen. Aus den beiden Quadraten wird nun ein Würfel zusammengesetzt und wieder trocknen lassen. Der Würfel wird dann in ein mit Seifenlauge gefülltes Gefäß getaucht, bis alle Seiten mit einer Membran bedeckt sind. Beim Wiederherausnehmen wird der Würfel so geschüttelt oder gedreht, dass sich eine viereckige Fläche aus den äußeren Membranen im Inneren des Würfels bildet. Nun pustet die Weihnachtsfrau mit einem in Seifenlauge getauchten Strohhalm auf das Quadrat. Was passiert? A. Die Seifenmembran orientiert sich neu und bildet eine um 90 Grad gedrehte viereckige Fläche. B. Es bildet sich ein Würfel im Inneren des Würfels. C. Es bildet sich eine Kugel im Inneren des Würfels. D. Es bildet sich eine Pyramide im Inneren des Würfels.